So, Platz 25 bis Platz 11 haben wir im letzten Video abgehandelt. Jetzt wollen wir weitermachen mit Platz 10. Hier, der Trailer. Saul and I are in love. Excuse me? You're gay. We want to get married. Oh, married? Because we can do that now. I know. I hosted that fundraiser. I'm heartbroken. You're gonna make better memories. And you can reuse the frames. They're gonna be fine. We're gonna be fine. Grace and Frankie, absolute Lachgarantie. Super und berührt nebenher auch noch das Herz. Also ich kann Grace and Frankie jedem empfehlen, der sich abends mit seinem Partner ein bisschen auf die Couch kuscheln möchte, die Glotze einschalten und herzerwärmenden Humor erfahren möchte. Weiter geht's mit Platz Nummer 9. Ich versuche mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, weil das letzte Video war ja abartig lang. You don't want me. There's no point in crying, there's been a mistake is all. Girls can do anything a boy can do, and more. Who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Gilbert! Why were you walking with that orphan girl? Annie with an E. Eine Dramaserie, die einem wirklich unter die Haut geht. Die ein oder andere Träne vergießen, mitfühlen mit der armen kleinen Annie. All das bekommt ihr in dieser Serie. Muss ja nicht immer Comedy sein, ist sehr schön gemacht. Die Verfilmung einer Novelle. Ich kann es jedem empfehlen. Guckt euch einfach mal die erste Folge an und dann habt ihr relativ schnell ein Gefühl dafür, ob es was für euch ist oder nicht. Ist garantiert nicht jedermanns Sache. Mir hat es allerdings sehr, sehr gut gefallen. Ähnlich auch wie das, was jetzt kommt, ist auch wieder so ein bisschen eigen vom Humor. Ist wieder diese Quirkiness, die ich das letzte Mal schon benannt habe. Die Charaktere sind sehr einfach, sehr realitätsnah gehalten und schauen wir mal ganz kurz rein. You've tested positive for chlamydia. That doesn't sound positive. You'll need to contact your previous sexual partners. All of them? No, just the ones you like. It's been 11 years since I lost my virginity, and what have I got? I'm calling them. I'm thinking of visiting some of them. What matters here, Dylan, is that you get back on the horse. Man könnte nach dem Trailer meinen, das ist eine reine Comedy-Serie, aber es geht eigentlich viel mehr um Liebe und um zwischenmenschliche Beziehungen. Absoluter Hammer. So einfach, wie die Serie daherkommt, so massiv zieht sie einen dann auch in ihren Bann und ich suchte jede einzelne Folge von dieser Serie. Es gibt sehr viele Szenen und Geschichten, viele Zeitsprünge, die einen bis in den letzten Winkel des Privatlebens der Protagonisten führt und dort passieren eben nicht nur fröhliche Dinge, sondern auch sehr oft traurige und die ein oder andere Träne wurde davon mir schon vergossen. Bin da allerdings auch so eher der weinerliche Typ. Deswegen hat Lovesick bei mir auch Platz 8 bekommen. Ist jetzt kein Hollywood-Blockbuster, aber liegt mir wirklich sehr am Herzen, diese Serie. Würde ich gerne viel, viel, viel mehr von gucken können. Platz Nummer 7. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. 13 Reasons Why. Eine Serie von 2017 umfasst mittlerweile 2 Staffeln und insgesamt 26 Folgen, also 13 Gründe warum, 13 Folgen pro Staffel. Jede einzelne Folge ungefähr eine Stunde lang und jede einzelne Minute wert, sie anzugucken. Der Plot der Geschichte ist relativ simpel gehalten. Ein Mädchen, also ich spreche jetzt mal nur von Staffel 1, ein Mädchen, nämlich die Hannah, wurde durch Mobbing in den Selbstmord getrieben. Und bevor sie den Suizid begeht, nimmt sie auf 13 Kassetten auf, warum. Sie legt also ihre Gründe dar und sie geht da sehr ins Detail. Die Hannah selber taucht neben der Stimme von ihr aus dem Off auch persönlich in dem Video immer wieder auf, durch Rückblenden und so weiter und so fort. Eine sehr tragische Geschichte, sehr wertvoll anzugucken, aber seid gewarnt, ist nicht unbedingt für jedermann. Also wenn es um Kinder und Jugendliche geht, bitte nicht ohne Aufsicht gucken lassen. Dafür ist das Thema an sich eigentlich beinahe noch ein bisschen zu schwer. Die Älteren unter uns, die sollten sich die Serie unbedingt angucken. Ist wirklich eine ganz, 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 ganz große Kinogeschichte. Bei mir in der Platzierung auf jeden Fall Platz Nummer 7 wert. Gehen wir weiter. Platz Nummer 6. All right. The next words out of your mouth ought to be the truth. Who are you? Saul. Saul? Saul good, man. Let me tell you about a young guy. They called him Slippin' Jimmy.
flipping Jimmy with a law degree. I'm on the up and up. From here on out, I'm going to play by the rules. I don't go looking for guilty people to represent. Who needs that aggravation? Thank you for restoring my faith in the judicial system. Better Call Saul, ein Spin-off aus der Breaking Bad-Reihe. Mittlerweile mit 4 Staffeln, jeweils 10 Folgen, auf insgesamt 40 Folgen angewachsen. Und ähnlich wie Breaking Bad kann man problemlos jedem empfehlen, sich diese Serie anzugucken. An mir ist sie relativ lang vorbeigegangen. Ich habe mal die erste Folge angefangen und hatte so ein bisschen so die Breaking Bad-Charaktere vermisst. Dann den Fehler gemacht, nicht weiter zu gucken, bis mir der Holger irgendwann mal zum Thema Gurkenwasser empfohlen hat, Better Call Saul anzugucken. Und in einer ruhigen Minute habe ich das dann nachgeholt. Die erste Folge vollständig angeguckt, danach gleich die zweite und dann ging Binge-Watchen los. Absoluter Suchteffekt mit jedem einzelnen Cliffhanger, teilweise sogar innerhalb der einzelnen Staffeln zwischen den Episoden Cliffhanger. Top Kinoniveau. Wer Breaking Bad gemocht hat, wird Better Call Saul auch lieben. Unbedingt anschauen. Weiter auf Platz 5. 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began. How much do you want for it? I have adopted 6 children. Gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. Die 6 Kids aus der Umbrella Academy schaffen es bei mir auf Platz Nummer 5. Eine sehr aktuelle Serie, ist erst dieses Jahr losgelaufen. Staffel 1 ist Netflix-typisch schon vollständig verfügbar. Zuerst hatte ich ein bisschen das Problem, dass ich Angst hatte, dass es so ein bisschen in Richtung Dr. X und die X-Men läuft. Die Sorge war aber absolut unbegründet. Und wenn man über den eigenen Schatten springt und anfängt zu gucken, wird man relativ schnell feststellen, dass es mit dieser Academy selber, also diese Schule für die Hochbegabten, weniger was zu tun hat. Gehörige Portion Brainfuck mit dabei ist für mich ja immer wichtig, dass die Serie Brainfuck mit dabei hat. Ansonsten ist es nicht eine richtige Top-Serie. Ihr merkt schon, also je näher wir Richtung Platz 1 kommen, desto mehr Brainfuck-Anteil ist in der Serie enthalten. Ich hoffe, ihr steht auch auf sowas. Die Umbrella Academy ist da schon einigermaßen weit vorne. Es gibt ganz tolle Effekte, visuell, aber auch soundtechnisch ein Genuss. Kann man sich durchaus mit dem Beamer auf der großen Leinwand anschauen und jede einzelne Folge ist so ein kleines Filmerlebnis. Weiter zu Platz Nummer 4. Hi, my name is Dirk Gently. I'm a detective. You don't look like a private detective. Well, no private detective looks like a private detective. That's one of the first rules of private detection. You're a detective who doesn't find clues. That sounds insane. Einer der absoluten Top-Favoriten. Kein Trailer dieser Welt könnte euch vermitteln in weniger als der gesamten Laufzeit einer Staffel, wie toll diese Serie ist. Der Trailer wirkt total langweilig. Vergesst das. Fangt an zu gucken und stört euch nicht dran, dass ihr 4 oder 5 Episoden anguckt, ohne zu kapieren, um was es überhaupt geht. Erst mit der allerletzten Episode der ersten Staffel werdet ihr verstehen, was die erste Episode gemeint hat. Also der Brainfuck-König unter all den Serien, die er bei mir hier vorgestellt bekommt, ist und bleibt Dirk Gently. Man braucht teilweise ein bisschen langen Atem. Man wird schon sehr lange gefoltert, bis man so einigermaßen versteht, in welche Richtung das es gehen könnte. Aber dann gibt es wieder Wendungen und total verquer, sehr viele Zeitsprünge, parallele Universen, allen drum und dran, alles, was das Nerdherz begehrt, bitte, bitte, bitte ansehen. Ist keine Ahnung warum, selten auf Netflix gefeatured, aber ein absolutes Muss. Okay, jetzt aber Platz Nummer 3. Out of 100 times kid goes missing, the kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! Stranger Things. Was soll ich da erklären? Was soll ich da sagen? Ich glaube, das ist die eine Serie, wo ich es mir sparen kann, darüber zu erzählen, um was es da geht. Ich kenne sogar Leute, die nur deswegen Netflix haben, weil sie Stranger Things angucken wollen. Der Platzhirsch der letzten Jahre schlechthin. Hab unter den neueren Serien jetzt allerdings 2 gefunden, die mir noch besser gefallen. Daher nur auf Platz 3.
Kann es aber schon kaum erwarten. Im Sommer kommt ja Staffel Nummer 3 raus und die wird, sobald sie da ist, natürlich auch von Tag bis Nacht in jeder freien Minute geguckt. Wer es noch nicht gesehen hat, absolutes No-Go. Die Serie ist ein Muss. Platz Nummer 2. Let's fuck this party in the mouth. Sweet birthday, baby! No, life's short, carpe diem, etc., right? What I do in my time is my business, my choice, baby! Sweet birthday, baby! What was I just doing? What? What do you mean? I'm out of here. Russian Doll traue ich mich eigentlich gar nicht so wirklich was zu erzählen, weil ich viel zu viel Angst habe, dass ich irgendjemanden irgendwas spoilere. Ist also relativ schwer, inhaltlich was drüber zu sprechen. Ihr habt es an dem Trailer-Snippet aber auch schon gesehen. Es hat so ein bisschen so täglich grüßt das Murmeltier-Effekte an sich. Also die Dame wacht halt immer wieder auf, also es wacht auf, steht immer wieder vor demselben Spiegel und derselbe Tag beginnt, beziehungsweise dieselben 24 Stunden. Der Zyklus beginnt immer wieder, aber nicht jedes Mal gleich. Und ja, recht viel mehr, wie gesagt, möchte ich auch schon gar nicht erzählen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas versaue für jemanden. Ganz, ganz, ganz tolle Storyline. Sowas würde ich von Netflix gerne öfters sehen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat richtig tollen Charme, hat Witz, hat Biss und gehört auf jeden Fall zu einer der Serien, zu den Top 3 Serien, die ich jedem ans Herz legen möchte, also die unbedingt nachholt zu gucken, falls nicht schon längst geschehen. So, und wem das alles nicht Brainfuck genug ist und wer mal so richtig stylisch abtauchen will und eine rasante Tour durch alle Genres erleben möchte und das auch noch getoppt mit einem 80er, 90er Jahres-Style, der ja, wie gesagt, bei Netflix momentan sehr, sehr in ist, der soll sich mal Netflix absolutes Meisterwerk von diesem Jahr angucken. Mein absoluter Top-Favorit, Platz Nummer 1. My mind is playing tricks. Reality brain magic shit. I don't know what's real and what's not. Something's wrong. What did you do? Come on, wake up! Every time I separate them, they just find their way back together. You're not protecting those people in there. Ja, und wer fertig ist mit Maniac Staffel gucken, der kann anschließend in die Videobeschreibung gehen zu diesem Video und dort findet ihr einen Link zu 20 Easter Eggs, die ihr wahrscheinlich beim Gucken verpasst habt. Könnt ihr euch durchlesen und dann gleich wieder von vorne gucken. Die Serie ist es wert. So, das war's von mir. Das waren jetzt insgesamt mit dem Video gestern und dem Video heute die 25 Top-Serien, die ich alle in Binge-Watching-Style durchgeguckt habe im Laufe der letzten 3 Jahre. Jetzt habe ich endlich mal ein Video dieser Art rausgebracht. Ich habe ja immer mal wieder geweint in irgendwelchen Kommentaren, wenn andere ein paar Netflix-Empfehlungen geben, dass ich ja an sich auch ganz gern mal so ein Empfehlungsvideo machen wollen würde. Jetzt in absolut breiter Länge hiermit getan und abgehakt von der Liste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir noch einen Kommentar. Wer noch nicht Abonnent ist, gerne auch Abo klicken und Glocke aktivieren. Gibt nicht immer Videos, also eigentlich eher selten irgendwelche Videos zu Serien oder Filmen, aber ich nehme euch auch sonst zu ganz interessanten Themen mit. Versprochen. Also ciao, bis zum nächsten Mal. Fertig.